Er spielt sehr gerne. Das ist perfekt. Ein ruhiger Hund passt nicht zu uns. Er muss sein wie wir verrückt. Du, der Hund gehört jetzt uns, oder? Jetzt haben wir so zugestimmt damit. Wir haben noch keinen Vertrag gemacht. Du musst sagen, der Hund gehört uns. Ja, ja. Oh mein Gott, hier ist so glücklich. Oh, wir konnten die letzten Tage nicht schlafen. Oh mein Gott, ich bin gerade so aufgeregt. Und willkommen auf unserem YouTube-Channel JT Family. Das hatten wir vor langem schon. Also ihr konntet es schon aus dem Titel entnehmen. Wir bekommen einen Welpen. Oh mein Gott. Und wir gehen jetzt zum Essen, aber suchen wir noch nie davor gesehen. Leute, I'm so excited. Ich kann es selbst nicht glauben. Sie ist ja komplett seit Tagen nur am Durchdrehen. Seit Tagen, mein Körper dreht durch, Leute. Ich versuche es zu kontrollieren. Ich habe hier Nackenschmerzen, hier Kopfschmerzen, mein Magen. Ich habe noch eine Schmerztablette genommen. Mein Magen ist am Durchdrehen. Aber das sind Glückshormone. Und ich bin eigentlich ganz entspannt, weil ich kann es noch nicht so richtig glauben. Ich glaube, wenn wir dorthin gehen werden und ich ihn sehe, dann geht's. Ich glaube sogar selbst da nicht. Ich glaube, erst wenn er hier ist und mal Pipi macht, dann glaube ich. So. Ihr müsst euch vorstellen, vor circa anderthalb Jahren ist Charlie gestorben. Ja. Und damals hatten wir ein YouTube-Video gepostet, weißt du noch? Ja, genau. Da waren wir ziemlich inaktiv. Da wollten wir euch erklären, warum. Das war wegen Charlies Tod. Dann kam auf Instagram, es waren dutzende Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, ich habe euer Video gesehen, es tut mir so leid. Ja. Ich sehe, wie ihr Hunde liebt und so und so. Wir haben uns zu Hause zufälligerweise Welpen. Ey, so viele Leute, ihr habt einfach so gerne, ich war verwundert. Oder wollten so viele einfach deren Hund uns schenken. Ja, ich habe von jeder Rasse was gelesen. Wir hatten französische Bulldoggen, Golden Retriever, das. Ja, wir hatten alles. So viele Rassen, aber es war kein Malteser. Kangal war auch dabei. Ich wollte mir einfach so ein Pferd hier, so ein Kangal. Und danach dachte ich mir so, erstens, wir haben es richtig geschätzt, aber wir waren nicht bereit. Ja, ja, unser Hund halt. Ist erst gestorben. Wir mussten das so verdauen. Genau, jeder geht da anders um. Genau. Viele holen sich direkt danach einen Hund, weil das tut dem besser, aber ich hatte das Gefühl, mir tut es besser, wenn ich etwas warte, weil weil ich konnte nicht direkt nach Charlies Tod einen neuen Hund holen, aber das macht ja jeder, wie er will. Jetzt, eineinhalb Jahre später, finde ich, sind wir schon bereit. Also ich bin mir nicht bereit. Weil dann war dort einer, der hatte Malteser. Und ihr müsst euch auch vorstellen, bei uns darf nur Malteser rein. Also unsere Mutter erlaubt keine andere Rasse, nur Malteser. Ja. Und wir wollten natürlich auch wieder einen Malteser. Und dann gab es noch eine Person, die Malteser hatte. Eine. Und der meinte, falls sie irgendwann mal schwanger werden sollte und sowas, dann könnt ihr ja gerne einen Welpen nehmen. Wir haben halt gewartet. Wir dachten uns so, komm, vielleicht kommt irgendwann die passende Zeit. Wir wollten nicht zu früh einnehmen. Und jetzt nach anderthalb Jahren ist es eigentlich wirklich perfekt von der Zeit her. Zufälligerweise schwanger geworden. Ja. Es ist nur ein Junge dabei. Ein Junge. Jetzt denke ich noch mehr 100%, dass er für uns gemacht ist, weil er der einzige Junge war. Ja. Wie machen wir das jetzt? Wir fahren ja zu ihm. Ja, genau. Also wir holen ihn jetzt noch nicht ab. Wir gehen nur hin und schauen ihn an, weil er meinte, kommt und guckt erstmal, ob er euch gefällt. Ich so, der kann uns nicht gefallen. Ich kann ihn nicht direkt euch so geben. Wir müssen erst mal gucken, ob ihr sympathisiert. Ich so, wir werden sympathisieren. Deswegen denke ich mal, wir werden zu 99,9% jetzt einen Hund holen. Ja. Aber wir haben auch Geschenke für die geholt. Genau, wir zeigen euch mal kurz Geschenke, weil wir wollten ja nicht mit leeren Händen kommen. Ja, Leute, das sind unsere Zuschauer. Ihr wisst ganz genau, wir lieben euch. Selbst wenn es kein Hund wäre, der würde sagen, kommt Kaffee trinken. Ich würde trotzdem sagen, ja, normal, das macht man einfach. Wir haben hier zwei Tüten für den Jungen und das Mädchen. Das sind zwei Geschwister. Und für die Mama. Für die Mama. Ihr müsst euch vorstellen, beide, also Schwester und Bruder, schminken sich sehr, sehr gerne. Deswegen haben wir für beide einfach Beautyboxen. Ihr wisst, unsere Leidenschaft. Ich schwör's dir. Okay, was haben wir geholt? Also erstmal von Revolution, Leute, eine Palette. Ich zeige euch das ganz schnell. Haben wir hier eine Palette und hier eine Palette. Hier ist so grünlich, hier ist eher rosalich. Dachte ich mir so, die tauschen es untereinander, wer was am meisten mag. Dann für beide Lashes. Leute, mit Lashes kenne ich mich gar nicht aus. Ich habe noch nie Lashes getragen. Ich hoffe, die sind gut. Aber ich weiß, die von Kissen gut. Echt? Und Adele, ja. Ja, okay, weil Tutti hat gesagt, die sollten gut sein. Ich so, okay, ich vertraue die einfach. Also, hoffentlich passt das. Dann wieder von Revolution. Die hatten da... Wir haben alles von Revolution. Ja, wir haben alles von Revolution genommen, weil Leute, Revolution hat so schöne Verpackungen. Ich habe mich verliebt. Ich so, wir holen alles von dort. Da gab es diese zwei Mascara. Also, ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich glaube, eine macht so Boom-Effekt und die andere macht Long. Ja. Wie auch immer. Aber beides. Dann beide die einfach gut, untereinander so die tauschen das genau. Dann. Wie wir, Bro. Ja. Die teilen bestimmt auch. Das hier ist, glaube ich, eine Highlighter-Palette, oder? Ja, natürlich. Oh, na, jetzt machen wir nicht so, als ob das nicht weiß. Was ist das? Lippenstift oder was? Nein, vielleicht auch Bronzer. Die gab es nur einmal und da dachte ich mir so, ich wollte eigentlich für jeden dasselbe holen. Aber das ist sogar besser. Sogar braucht man zwei Highlighter-Paletten. Genau, deswegen einmal Highlighter und einmal so ein Fixing-Spray und die gucken einfach. Wenn einer noch kein Fixing-Spray hat, dann tauschen die das. Ey, Leute, die können sich wirklich tausendmal besser schminken als wir. Das ist auch nicht schwer. Und deswegen, ich glaube, das ist das perfekte Geschenk. Ja. Falls euch jetzt so denkt, was schenkt ihr eurem Welpen, eurem Baby? Warte, Achso, wir haben noch was? Wir haben noch Augenbrauenprodukt.
Augenbrauenprodukte. Hallo, das Wichtigste, Leute. Das ist auch so geil verpackt. Ich und Tutti können nicht ohne Augenbrauen und deswegen Augenbrauenprodukte auch wichtig. Ich hoffe, die Farbe passt. So, das war's. Wir können ja nicht fragen, was sie mögen, Leute, weil es ist eine Überraschung. Falls ihr euch jetzt so denkt, hä, was habt ihr für euer Baby geholt? Also für unseren Welpen. Welpenfutter. Die Leckerlis hat Charlie richtig gemocht und ich dachte mir so, die wird er vielleicht auch mögen, weißt du? Weil er natürlich auch Hunde hat. Irgendjemand muss diese Welpen gemacht haben. Haben wir so kleine Würstchen. Und kann sein, er ist ja schon erwachsen, also sein Hund, unser ist ja noch ein Welpe, ja, dass er sehr wählerisch ist. Deswegen haben wir immer Huhn, Ente und alles ist drinne. Und für Mama haben wir halt Schokolade. Für die Mama haben wir ein bisschen Schokolade. Hast du das schon gesagt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, glaube ich. Wir gehen jetzt los, weil wir müssen sehr lange fahren. Wir müssen jetzt ungefähr 3 Stunden noch was fahren. Rechnen wir mit 3 bis 3,5 Stunden. Mein Onkel ist dabei, Chef. Er macht Daumen hoch. Er wird diese Fahrt übernehmen. Wir sehen uns gleich im Auto, Leute. Tschüss. Wir sind jetzt im Auto und es ist Stau. Ich wollte es zugeben. Mein Onkel macht so, wenn wir so spät losgehen, wie wir es jetzt getan haben, gell, dann wird es Stau geben. Ich so, nein, chill, das wird nicht geben. Die ist richtig kaputt, wir haben noch nichts gefrühstückt. Wir sind ein bisschen müde. Ey, ich will gerade Burger King essen, obwohl wir die letzten 2 Wochen nur Burger King gegessen haben. Ich verstehe das nicht, weil ich kann Burger King nicht mal mehr sehen. Wenn ich dieses Fritteusenfett rieche, glaube ich, wird mir schlecht, dann gell? Dann geht's mir richtig gut, glaube ich. Chili Cheese Pommes? Ja, okay, die sind schon fresh, aber ich habe irgendwie gar keine Lust darauf. Nee, ehrlich, wir haben 15 Uhr oder 16 Uhr. Oh, mein Magen zieht. Wenn ich jetzt sage, können wir zu Burger King, ich glaube, die riechen alle um sein. Du kannst über Essen nachdenken. Ja, denke ich mir so, ich kann lesen, aber ich kann nicht lesen. Wir haben extra unsere Bücher mitgenommen, gell? Ich habe Harry Potter, tut die halt 1%-Methode, ne? Aber wir können nicht lesen, weil irgendwie ist es gerade so, beim Fahren ist es nicht so angenehm zu lesen, muss man sagen. Der 1%-Methode? Ich Mann, können wir gleich Burger King gehen? Nein, jetzt nicht. Wir werden sterben. Jetzt nicht oder später? Wir haben es geschafft. Ey, Leute, ich habe mir meinen Nacken heute Morgen bzw. in der Nacht irgendwie ausgerenkt, gell? Ich kann nicht nochmal gucken, ich fühle mich wie so eine Kohle. Nee, ich würde eigentlich schon sagen, dass wir gerade Mac-Café gefunden haben. Und ich dachte, hier kann man nur Kaffee und so. Aber Maggis ist auch drin. Ja. Da ist ein Mac-Café und wir können den nicht mal benutzen. Scheiß drauf. Wie oft habt ihr uns gesagt, geht zu Maggis? Ich gehe zu Maggis, Junge. WLAN funktioniert nicht. Ich kann keine App öffnen. Nichts und die Schlange ist zu lang. Nee, lieber warte ich noch und dann gehe ich zu Burger King. Ja, ja. Lieber warte ich noch eine halbe Stunde. Ja, ich auch. Nee, so ehrlich, lieber warte ich noch eine halbe Stunde. Sie fahren einfach 100 km/h und sie hält sich mal fest. Sie sind Handy. Ich küsse ihr Herz und Angst vor nichts. Wir E-Roller fahren. Tut ihr E-Roller, sie hält mich so fest. So, so halt. Habt ihr jemals so ein glückliches Gesicht gesehen? Habt ihr jemals so ein... Nein, hast du das? Ich habe eine halbe Stunde im Auto die Coupons angeschaut. Der so, studierst du sie gerade? Ich so, ich will ganz genau wissen, was ich nehme. Freue mich, Digga. Ich habe so Lust, ich habe so einen Hunger. Ich bin fast gestorben. Ich habe Angst, dass ich jetzt zu viel bestelle, weil wenn ich Hunger habe, ich meine es ernst, ich nehme die auseinander jetzt. Ey, sorry, das werdet ihr mir jetzt nicht glauben, aber es gibt keine Veggie-Sachen. Nicht vegan, nicht Veggie, nur normales Fleisch. Sie telefoniert gerade mit ihm. Wir sehen uns gleich, ich freue mich. Ein Telefonat, er macht so, der Kleine freut sich irgendwie. Er ist den ganzen Tag schon aufgedreht. Ich so, ja, weil er spürt, dass seine Mutter kommt. Es ist diese Energy, verstehst du? Er sagt und so, seine Oma, Mommel. Meine Mutter will schon mal genannt werden. Und er sagt, ja, die sind jetzt in einem Alter, er will die ganze Zeit spielen. Die ist so perfekt, ich auch. Ich bin auch in diesem Alter. So eine Schlaftablette brauchen wir nicht, weil sonst müssen wir ihn immer wecken. So. Ich will, dass er mich weckt. Der kommt, der leckt mein Gesicht ab, ich sag, okay. Ich bin Gassi. Ich gehe nie morgens Gassi, Leute, nach vorne. Du sagst immer ich. Aber Tutti hat geschworen, dass sie es diesmal eigentlich auch macht. Ziehst du es durch? Wann habe ich das geschworen? Ja, okay, ich habe gesagt, wir wechseln uns ab. Ich schalte mich schon an. Schalte ich mal an, Bruder. Was macht das mit mir, wenn ich mich jetzt nicht an? Nein, ich schalte natürlich an, also falls Polizei das sehen wird. So, ehrlich. Ich hab das Gefühl, ich hab heute gefastet, ne? Du bist ziemlich durch eigentlich. Bis ja, ja, Mann, du bist am Montag in der Armee gefasst. Wir sind angekommen. Wir holen jetzt schnell die Sachen. Oh, hoffentlich sind die nicht kaputt gegangen. Guck mal, wie unser Kofferraum aussieht. Sehr schlimm. Hallo. Oh mein Gott. Alexi. Oh mein Gott. Hi. Guck, wir haben uns schon die Tage. Ja, Mann, das ist unsere. Oh, der ist wie eine Schneeflocke. Guck mal mit seinen Zähnen. Er hat nicht mal richtige Zähne, er weiß ich. So, ja, dann, ja, dann lernt er auch schnell. Mama, süß, ist Mama. Oh, da traust du dich direkt, ihn zu tragen. Ja, ist ein Baby. Wie willst du an? Wie willst du an? Wie willst du an? Das ist so schön hier. Guck mal, wie süß er ist. Der hat schon ein bisschen. Feini. Ja, Feini. So schnell geht's. Ich will auch mal, ich will auch mal. Wie er zu mir kommt, ja. Er weiß schon. Geh mal zu Tutti. Du hast ihn komplett auf deine Seite gezogen. Er denkt, ich hab die Leckerlis. Ich dachte, du bleibst neutral bei uns beiden. Guck mal, sein Lächeln. Jetzt du, mach Sitz. Du musst mit den Fingern. Er trinkt den Gewicht. Die reden ja auf dem Balkon. Ich nehm den jetzt mit. Lass einfach gehen. Lass einfach gehen, die reden doch auf dem Balkon. Ja, nee, aber der fühlt sich doch so wohl bei mir. Ja, guck mal, er will zu mir. Lass ihn mal runter, er darf entscheiden. Baby, komm zu mir. Jetzt neutral, das ist doch schön. Nein, ich will keine Neutralität. Nein, Tutti, lass das von mir. Tutti, guck mal sein Bauch. Guck mal sein Bauchi.
hierher gekommen. Wir müssen jetzt gehen und er rennt uns hinterher. Wie süß. Wir bringen ihn nochmal rein. Mein Gott, ich bin so verliebt. Ey, wir haben es einfach geschafft, 3 Stunden. Genossen. Das war nicht so gut.